Aha. Passiert natürlich wieder was, sobald ich hier weil ich hier reingehe. Ja, willkommen, mein Name ist Daniel P. Ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Hier ist passiert was in Juris Raum. Was ist das? Ein Brief? Das ist Flynns Handschrift. Er hat wohl noch etwas zu erledigen. Herausforderungsbrief. Finn, ich will im Namen der kaiserlichen Ritter siegen. Okay. Was sollte er jetzt? Das. Okay. Keine Ahnung. Ach, hier passiert was. Normale Bürger dürfen ohne Genehmigung nicht weiter. Geht nach Hause. Verzeihen Sie, aber wir sind auf dem Weg zum Haus von Sir Comor. Können Sie uns durchlassen? Du willst mich jetzt hier auf den Arm nehmen. Ich bin nicht das ganze Schloss gerade durchgerannt, habe die ganze Zeit irgendwie gesucht, irgendwie. Ich irgendwie von den Zimmer oder so finde, weil ich habe dann irgendwie nachgeguckt und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Übrigens, Komor ist nicht diese Pferdefresse, die die ganze Zeit hinter Yuri ist. Komor ist dieser Typ, den Yuri damals getötet hat mit dem Mantaik. Ja, angeblich soll hier irgendwo ein Zimmer von ihnen sein. Ich habe mich überall in dem Schloss umgeschaut und ich habe nichts gefunden. Und jetzt rede ich hier mit dem Typen und der sagt mir jetzt wahrscheinlich, wo ich das finde, ne? Also ja, Prinzessin, was tun Sie denn hier? Solange die Prinzessin bei uns ist, haben wir bestimmt keine Probleme. Captain Schwan, ich könnte keinen von Ihnen beiden den Zutritt verwehren. Wir sind drinnen. Sie müssen allerdings wissen, dass das Haus von Sir Comor zurzeit leer steht. Was? Aber wieso denn? Captain Comor hatte des Öfteres Schwierigkeiten, ein angemessenes Verhalten als Ritter zu zeigen. Bei seinen Einsätzen in Heliod und Mantaik stand er im Mittelpunkt einiger recht hässlicher Entwicklungen. Die Folge davon war, dass ihm nicht nur sein Haus, sondern auch sein Adelstand weggenommen wurde. Mann, dieser Kerl hat wirklich Höhen und Tiefen erlebt. Außerdem wurden neulich Fräulein Mimula, seine Schwester, verhaftet, weil sie den Extremisten geholfen hatte. Mimula, Moment mal, ist das nicht dieses Mädchen mit dem schlechten Manieren, für das wir einen Job erledigt haben? Also, das überrascht mich überhaupt nicht. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich an jemanden erinnert. Weißt du, wo diese Mimula jetzt ist? Ja, im Knast, ne? Es ist noch nicht lange her, dass sie festgenommen wurde. Sie könnte also noch im Gefängnis sein. Und er ist da weg. Boah, ich bin ja die ganze Zeit durch das Schloss gerannt, ne? Versucht irgendwie ein Zimmer oder so zu finden oder so. Weil da muss ich irgendwie anscheinend hin und boah. Da ich ja mit einer Person geredet und die sagt mir jetzt, hier geht's weiter. Ey, das gibt's nicht. So, Gefängnis. Das war, glaube ich, hier irgendwo auf der rechten Seite. Ich hasse diesen Ort hier. Deswegen spare ich mir das auf jetzt immer als jetzt auch, weil das hier immer so riesig ist und ich weiß nie, wo ich hin muss und ach. Dauert halt so lange, bis ich hier durchgerannt bist durch alles. Und jetzt das Gefängnis, und jetzt nirgendwo ein Wärter oder so, also das. Du, ja. Wie kann eine Dame, meine Stadt ist denn nur an so einen grässlichen Ort eingesperrt werden? Oh. Mensch, die hat sich überhaupt nicht verändert. Was? Wer ist da? Oh, ihr seid diese Gilde von neulich. Was ist ja einen schönen Bleibe gesucht. Ihr seid die, die beauftragt hatten, Sebastian zu finden. Ich wusste, er würde mich nicht hier verorten lassen. Was? Ihr habt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Okay, Moment, sah aus, als würde sie irgendwie da durchlaufen. Sebastian hat euch geschickt, nicht wahr? Ihr sollt mir helfen, hier rauszukommen. Nein, wir sind eigentlich nicht hier, um dich aus dem Gefängnis zu befreien. Aber dann hat er mich ja doch dem Wölfen überlassen und dabei nennt er sich einen treuen Diener. Mensch, es ist einfach, er ist einfach abgehauen. Genau, dieser elende Versager. Er hat sich jeden Groschen geschnappt, den ich hatte, und ist dann gegangen. Das treibt mir doch glatt die Tränen in die Augen, meine Liebe. Ehrlich, du hast doch einen Bruder namens Comor, nicht wahr? Und wenn es so wäre, dieser ganze Ärger habe ich nur seinen kindischen Streichen zu verdanken. Hast du unter seinen Sachen je so etwas wie ein geheimes Handbuch gesehen? Ein geheimes Handbuch. Das ging so, als hättest du schon einmal davon gehört. Vielleicht sehe ich euch sogar davon, wenn ihr mich hier rausholen könnt. Na schön, wir gehen. Was? Willst du halt nichts über dieses Handbuch erfahren? Was das bedeutet, von jemandem wie dir ausgenutzt zu werden, versuche ich mein Glück lieber woanders. Seid ihr sicher, dass ihr es wirklich wollt? Es ist nicht, was wir wollen, aber es ist nicht unsere Sache, dich rauszuholen. Du siehst ja, wie es ist.
Tut mir leid, Schätzchen. Ich glaube, so etwas bezeichnet man als Karma. Dann geben wir einfach. Wurf. Was? Oh. Vielleicht hat Sebastian das Geheimbuch bei sich. Offenbar ist er derjenige, den wir finden müssen. Ja, was glaubst du, wohin er gelaufen ist? Vor uns liegt eine große, weite Welt. Kann er denn wirklich schon so weit gekommen sein? Er könnte fast überall stecken, falls er mit dem Boot gefahren ist. Ein Boot. Dann suchen wir doch die Häfen ab. Aber da ist für mich wieder ein Schnitt machen. Aha. Dafür wirst du bezahlen. Ah. Müssen wir wieder hier durch die ganze Weltgeschichte laufen, um irgendwie eine Quest abzuschließen. Na gut. Ja, wenn jetzt ja beim Rausgehen nichts passiert, dann melde ich dich im nächsten Clip wieder. Mir scheint auch nichts zu passieren, glaube ich, ne? Gut, dann sehen wir uns, weiß nicht, in irgendeinem Hafen, wenn wir den Typen gefunden haben. Das ist wenigstens ein guter Hinweis, ey. Da ist, weiß nicht, Capunor, Caputorem, Nordopolica, ne? Irgendwo da wird er ja wohl sein, ne? Also ja, sehen wir uns in irgendeinem Hafen, wenn wir den gefunden haben. Bis gleich. Also ich hatte jetzt eigentlich nicht geplant, hier gerade aufzunehmen, aber ja, ich bin hier gerade durch Mount Temsa durchgerannt, weil ich ein bestimmtes Objekt farmen wollte. Und ja, als ich dann jetzt hier in diesen Mittelbereich gekommen bin, wo der Speicherpunkt ist, poppt hier eine Cutscene auf. Also ja, was zum sind etwa Kritia hier? Ich frage mich, was sie an so einem Ort tun. Ach, du bist es. Es hieß, dass Mio so wohl nicht mehr lange am Himmel schwebt, also haben wir uns nach Wohnorten auf der Oberfläche umgesehen. Ihr solltet nicht überstürzen. Schließlich hat sich Kronos ja noch nicht endgültig entschieden, ob er sich wirklich in einen Elementargeist verwandeln wird. Und unser Ziel war es, die 4 Elementargeister zu sammeln, das wir ja nun getan haben. Ich verstehe, was wollen wir denn jetzt tun? Ich glaube, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Vielleicht wäre es eine gute Idee, das Wissen der Kritia dafür zu nutzen, Menschen in Not zu helfen. Das hört sich schwer an. Nein, das finde ich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass irgendwer damit etwas anfangen könnte. Nebenleben könnte jemand so einen erkannten Sperrart wie das hier benutzen. Kann ich das mal bitte sehen? Die Kritia haben für ein ausgesprochen pazifistisches Volk aber viel mit Kampf zusammenhängende Artefakte, nicht wahr? Vielleicht wurden sie von unseren Ahnen geschaffen, als wir vor 1000 Jahren gegen den Adepharus kämpften. Es gibt viele Arts, die unser Volk selbst nicht nutzt. Wir haben nur die Theorie entwickelt, sie aber nie eingesetzt. Oh, ich kann jetzt den Mond kaputt machen. Toll, fantastisch. Für eine Kritia bist du aber wirklich sehr begabt. Für eine Kritia? Ich glaube, das könnte sich als nützlich erweisen. Ich verstehe, da wir euch nicht unser Kampf abgeben können, werden wir unsere Weisheit leihen. Wir tun gern alles, was unserer Macht steht, um euch in eurer Aufgabe zu helfen. Danke, macht weiter so. Okay, cool. Hey, diese Schlagart, das du gerade verwendet hast, war ganz schön einfach. Ja, ich habe lediglich mit meinem Speer fest auf den Boden geschlagen. Es ist zwar ein Trick dabei, aber es ist nicht besonders kompliziert. Offenbar haben sie das noch nie selbst ausprobiert. Die Kritter könnten solche Dinge tun, wenn sie es nur versuchen würden. Dann würden sie alle möglichen neuen Fähigkeiten entdecken, von denen sie gar nicht wussten, dass sie besitzen. So wie du, Judy. Hihi, genau. Untergehender Mond. Okay. So. Ich sage euch mal, was ich hier vorgehabt habe. Ich hasse es, hier irgendwie Sachen zu fahren, weil du musst hier echt gegen jedes Viech... Du kannst ja nicht an die Viecher vorbeilaufen, die blockieren ja immer den Pfad. Da musst du immer so an den... Muss ja immer gegen die kämpfen, um... hier voranzukommen. Das war voll nervig, deswegen habe ich mich voll gesträubt, hier erstmal hier hinzukommen und einen bestimmten Gegenstand zu farmen. Und zwar, wo sind die Viecher? Raptor. Hier, ich brauche 15 Hasenaufflügel und ja, deswegen bin ich jetzt hier hingekommen, von diesen Viechern hier diese Dinger zu farmen. Und ja, da bin ich hier reingegangen und Cutscene. Konnte ich ja nicht mit rechnen. Ich habe nicht geplant, hier irgendwie was zu finden. Also ja. Gucken wir mal, ist jetzt da noch irgendwie was? Keine Ahnung. Aber ich habe ja meine Aufnahme immer bereit. Ne? Also gut. Wollte jetzt nur sagen, ich mache da mit dem Training hier weiter. Also mit dem Farm. Ich habe glaube ich schon 8 oder so. Ne, 7. Brauche ich noch 8.
Ja, dann sehen wir uns, wenn wieder irgendwas passiert, ne? Vielleicht schon hier auf diesem Berg, keine Ahnung. Mal schauen. So, okay, dann schauen wir mal in den Häfen nach. Ach, ja, passiert was? Verflixt und zugenäht. Jetzt stecke ich wirklich in der Patsche. Du hast ihn aber gesehen. Ich war den, der dir das Brot gestohlen hat. Oh ja, ich habe ihn deutlich gesehen. Er trug eine große schwarze Tasche und war wie ein Butler angezogen. Ja, das soll den immer suchen. Wieso hast du ja nicht ein anderes Brot besorgt und ihn verfolgt? Oh Gott, du bist ein hoffnungsloser Fall. Jemand, der wie ein Butler angezogen war. Ob das wohl Sebastian war? Er hat es offenbar aufs Meer hinaus geschafft. Ja, aber wo genau? Das Meer ist ziemlich groß. Ist ein ziemlich großer Ort, um sich zu verstecken. Es ist riesig. Du hast recht. Ich frage mich, ob wir ihn finden können. Wir sind immer einen Schritt hinter ihm. Wer hätte gedacht, dass es so schwer sein will, das kleine Handbuch von Nobis zu finden? Ja, wirklich. Wenn er auch nur für ein Weilchen am selben Ort bleiben würde. Vielleicht bringt es nichts, aber wir setzen am besten Segel und suchen das Boot, das er geklaut hat. Ja, du hast recht. Super, das heißt ja, ich muss ja jetzt überall hier die Gegend rennen, ne? Oh Gott. Ja, ich habe jetzt gar nichts Besseres zu tun, also mache ich das mal, ne? Also ich sehe euch, wenn ich das Boot gefunden habe, nehme ich an, keine Ahnung. Mal schauen. Aha. Was haben wir denn da? Leo Luca, was? Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Ist das doch ein kluges Objekt? Es gehört dem großen Piraten Grandslay. Wer ist das denn? Der Anführer der Piraten gilt als Schlangentraum und ein großartiger Mann, den man mit Rechten einen Helden nennen sollte. Schlangentraum, das erinnert mich an Sirenzahn oder Klau des Leviathans. Das sollte es auch. Für lange Zeit gehörten sie beide zu einem Schlangentraum. Ach, wirklich? Nach Grandslays Tod spaltete sich Schlangentraum auf. Sirenzahn blieb auf dem Meer, während die Klau des Leviathans am Land zog. Wow, aber warte mal, wie kommt es, dass Jäger eine Pistole wie du benutzt hast? Oh, das ist einfach eine Technologie von Schlangentraum. Man sieht sie nicht alle Tage. Stimmt, es gibt nicht viele Pistolen. Heißt das, du benutzt Grandslays Waffe? Ja, schade, dass es keine Pistole gibt. Oh, Patty, warum haust du Yuri nicht mit der Fertigkeit aus den Socken? Hm, ich weiß nicht, wie das laufen würde. Ja, kommt schon, jeder liebt starke Frauen. Bist du sicher, dass du da für jeden sprichst und nicht nur für dich? Da fällt mir ein Artikel 7 des Lehren des Sees heißt es, Seefahrer sind stark und majestätisch. Das bedeutet wohl, ich muss Yuri zum Duell herausfordern. Genau, warte, was? Bist du ganz sicher, Patty? Sieh doch, was du getan hast, Carol. Hey, Yuri, kämpf gegen mich. Wie bitte? Hey, pass doch auf, was soll machst du da? Erlebe meine vielfältige Reize, du miese Landratte. Hast du den Verstand verloren? Hey, hör auf damit. Schmelze ob meiner unglaublichen Fertigkeiten da hinten. So habe ich das Ganze gar nicht gemeint. Das ist völlig verrückt. Yuri, alles in Ordnung? Sprich mit mir. Wurdest du von wilden Monstern gejagt? Warum hast du mich nicht gerufen? Ja, wieder mal von Estelle geschlagen. Tja, man erntet, was man sieht. Lehren der See, Artikel 118. Pirat wird man nicht an einem Tag und selbst in 10 Jahren nicht. Ich habe noch einen langen Weg vor mir, wenn ich gegen Estelle oder Judy bestehen will. Nicht, dass es eine Rolle spielt, aber warum war mein Name nicht auf deiner Liste? Weil du keine, also nicht, Bedrohung bist, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich bin aber immer noch auf der Suche nach diesem blöden Schiff jetzt hier. Warte, in der Geschichte wird man den Zaun vorhin taumeln. Ist aber stärker als was ich jetzt habe. Okay, gut. Leo, oh ja, Sternzeichen Leo, alles klar. Gut, das ist jetzt nicht das, was ich finden wollte, aber nehme ich natürlich. Also ja, ich suche noch weiter als Boot. Okay. Oh, Fräulein, du bist wieder da. Wie geht's dir? Gut, ich habe all die tolle Sachen, die du gemacht hast, von hier oben im Himmel beobachtet. Kann von dort oben wirklich alles sehen? Kriegt ja bessere Augen als Menschen, aber ich halte das für unmöglich.
Also ich habe das hier benutzt. Vergrößert das hier als Bild von allem, worauf man es richtet? Lass ja, nein, ich glaube, es ist etwas anderes. Jemand namens Hermes soll es vor langer Zeit hergestellt haben. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Es ist echt cool, Dinge sehen zu können, die so weit weg sind. Ja, es gefällt mir, Ball um die Welt fliegen zu sehen. Er heißt Baul. Hey Fräulein, ihr habt eine Menge Monster in den Himmel geprügelt, nicht wahr? Wow, das hast du auch gesehen? Ja, es war so cool. Ich habe sogar gezählt, wie viele es waren. Du hast sie gezählt? Ja, ihr wisst schon, diese Monster, die in die Luft stoßen, dann verschwinden sie. Puff. Er spricht wohl vom tödlichen Schlag. Ich habe mehr als 1000 gezählt. Ihr seid großartig, Leute. Ich selbst ganz schön großartig, wenn du die alle gezählt hast. Es hat Spaß gemacht. Ich möchte euch etwas geben, weil es mir so gefallen hat. Das ist aber nett von dir. Ich habe das hier gemacht. Es ist für dich. Vielen Dank. Kannst du es anprobieren? Na klar, nur eine Minute. Kostüm. Was sagt ihr? Das steht dir gut, Judith. Wow, sieht überhaupt nicht handgefertigt aus. Ich dachte mir, dass es dir gefallen würde. Eigentlich wollte ich es dir nach 300 Monstern geben, aber es war noch nicht fertig. Ich werde gut drauf aufpassen. Danke. Himmelsflur. Das sieht doch mal stylisch aus. Boom. Ja, guck mal. Nein. In einem geübten Streich deiner Lanze wirbelst du deine Gegner in hohen Bogen durch die Lüfte. Cool. So, ist hier noch irgendwas? Ich wette, da oben beim Elsten ist noch irgendwie was, ne? Ja, so ist nicht so groß. Tun wir mal alles hier kurz absuchen. Hier steht normalerweise jemand, aber jetzt nicht anscheinend. Ja, hier ist aber bestimmt irgendwas, ne? Pass auf. Ich da die Wand oder so absuche oder so, stimmt wieder, ne? Hey, wo ist dieses Podest? Kann ich das nicht normalerweise auch machen? Okay. Anscheinend ist ja nichts. Warte mal, nach die Nummer hier. Guck, ob da was ist. Ansonsten war es das schon, ja. Glaube ich. Das ist der Shop, ne? Ja. Okay, dann übernachten wir noch hier. Guck, ob da was passiert. Ansonsten war ja nur eine Sache anscheinend. Wie dieser Zufall will, habe ich sogar ein paar TP hier verloren und möchte gerne regenerieren. Okay, hier ist irgendwie nichts, alles klar. Gut, kurzer Besuch im Jahr so. Ah, hier passiert wieder was. Das war eine angenehme Überraschung. Ich hatte gehofft, euch bald wieder zu sehen. Ach wirklich? Welchen Wunsch willst du uns jetzt diesmal anbieten? Bitte, liebe Besucher, jetzt seid doch nicht so, und das nach dem Service, den ihr genossen habt. Übrigens, ich würde euch gerne um einen Gefallen bitten, wenn es recht ist. Dürfte ich euch sagen, worum es geht? Wahrscheinlich gibt es dann auch eine Gegenleistung. Selbstverständlich, ich war mehr als bereit, euch für die Hilfe zu entlohnen. Wie wäre es mit lebenslangem freiem Eintritt in unseren heißen Quellen? Du meinst, wir können jederzeit herkommen dann und das umsonst? Ja, natürlich, ihr könntet kommen und gehen, ganz wie es euch beliebt. Lebenslangen freien Eintritt in Bäder, deren Nutzung 600.000 Gold kostet? Wen müssen wir dafür umbringen? Nein, nein, nichts dergleichen. Es kommt nur bald eine Gruppe von Gästen hier an und ich könnte Hilfe gebrauchen. Wenn ihr im Bad nur ein bisschen zur Hand gehen könntet, würde ich das ungemein zu schätzen wissen. Da ist auch ein Haken dran. Lass uns helfen. Allein kann sie das anscheinend schlecht bewältigen. Na schön, wenn die Prinzessin nur drauf ist, dann lassen sie sich nicht umstimmen. Hervorragend. Ihr findet alles, was ihr braucht, im Personalraum. Bitte legt die Angestelltenuniform an. Neue Kostüme. Was? Ich bin anscheinend der Letzte. Donnerwetter, bist du das, Raven? Warum muss ich den Empfangschef spielen? Du siehst zum Schreien aus, alter Mann. Was musst du gerade sagen, Junge? Er hat neue Sonnenbrille an. Ach ja. Sollen wir nicht die Plätze tauschen, Juri? Es könnte sich für sich auszahlen. Nein, lass nur. Viel Spaß hatte man. Ich sehe mal nach den anderen. Komm schon, Juri, tausch mit dem alten Raymond. Ja, ich fege den Eingang, mach das Bad sauber, was du willst.
Wenn man dich nicht hier positioniert, damit du nicht herumschleichst und ins Frauenbad glotzt. Woher wissen sie das? Woher wissen die das? Juri, du musst mich ja glauben, ich bin kein schlechter Mensch. Ich war nur ein einfallgeistiger Unabhängiger. Ja, na klar, ich habe verstanden. Nein, nein, du verstehst nicht. Ich habe gar nichts gesehen, niemand, keine einzige Frau, außer Judith. Ach, Judy, also kein Wunder, dass du ohnmächtig geworden bist. Hör immer, versuch dir keinen Ärger einzuhandeln. Oh, apropos Judith, steht er ihr. Hallo, was kann ich für Sie? Oh, Juri, du bist es. Oh, Judy, ich habe dich gar nicht erkannt. Wo haben Sie dich denn verdonnert? Ich führe das Souvenirgeschäft. Die haben hier alle möglichen interessanten Sachen. Es macht schon Spaß, einfach nur zu gucken. Bald das für dich, aber ich soll auch auf Raven achten. Ich glaube, Estelle und Rita haben es gar nicht bemerkt, aber als er neulich ohnmächtig wurde, wusste ich Bescheid. Ich war schon überrascht, wie wenig Erfahrung Raven tatsächlich hat. Was ist also bemerkt, Judy? Ach, habe ich das? Ich bin dir wirklich nicht gewachsen, Judy. Das Poster Girl des Souvenirgeschäfts. Die Sachen stehen dir hervorragend. Ach, Juri, du bist so nett und so, aber Schmeicheleien führen zu nichts. Ja. Ich habe das aber Carol. Nein. Was ist mit ihm hier eigentlich? Dann gehen wir mal zu den Männers rein. Das ist eigentlich nur noch Carol, Repeat. Ah ja, Flint, stimmt. Hey Juri, bist du auf Patrouille? Das könnte man so sagen. Und du bist beim Aufräumen, hm? Das passt zu dir. Einmal Putzwimmel, immer Putzwimmel. Die Mühe lohnt sich. Stimmt, du hast dein Zimmer ja immer so sauber gehalten, dass es aussah, als wohnte dort niemand. Warte schon ab, wenn ich hier fertig bin, ist hier alles poren tief rein. Tut ja keinen Zwang haben, bis später. Mhm. Das ist ein richtiger Kampf mit dem Schimmel hier. Hehehe, aber gegen mich hast du keine Chance. Was für ein Dreck. Ich weiß, dass du viel zu tun hast, aber könntest du diesen Eimer ausgießen und frisches Wasser einfüllen? Nein. Rede toll im Garten herum. Was? Wieso gibt es denn hier Rehe? In den öffentlichen Bad? Sind die auch Gäste? So, hi, Carol. Hey, Captain Carol, was haben Sie vor? Ah, Juri. Wieso bin ich der Einzige, der keine Uniform bekommen hat? Die haben mir nur dieses Handtuch gegeben. Mehr war vielleicht nicht drin. Wahrscheinlich haben die nichts in Kindergröße. Aber wo ist das Problem? Da doch einfach im Wasser und entspann dich. Ich kann auch nicht die ganze Zeit hier drin bleiben. Da werde ich ganz schrumpelig. Ich würde gerne raus. Da draußen gibt es aber nichts zu tun. Entspann dich und bleib hier. Die anderen arbeiten ziemlich hart. Die hätten gar keine Zeit, sich mit dir zu unterhalten. Was ist mit dir, Juri? Hast du nichts Besseres zu tun? Ich habe Wachdienst. Ich mache meine Runde. Das ist harte Arbeit. Ach, warum hast du nur den ganzen Spaß? Also weißt du, bleib doch einfach noch ein bisschen drin und dann komm raus. Die Gäste müssen sowieso bald hier sein. Ja, ist gut. Ich kann jetzt bei Mädels reingehen, hallo. Anscheinend wird das Spiel hat. Da draußen jemand? Tatsächlich. Werde ich ein Repeat. Nein, beide sehen richtig gut zusammen aus. Wuff, ja nicht. Was habt ihr vor? Wir kämpfen gegen Kunden. Wuff. Ich glaube, kämpfen ist da nicht ganz das richtige Wort. Wie sonst würdest du es nennen, Leute ins Thermalbad zu lotsen? Wir sind sozusagen ein Marketing-Superhelden-Team. PR-Piraten und PR-Welpe. Wuff, ja, Patty und Repeat. Na dann, ich hoffe, ihr erwischt jede Menge Kunden. Darauf kannst du wetten. Wir wissen aber doch, dass die Leute nur wegen der Thermalbads kommen, oder? Na, ich werde ihnen ihre Illusion nicht nehmen. Na gut.
So lange haben alles getan, was ich gesagt habe. Mein Charme ist unwiderstehlich. Da muss ich jetzt zu den Mädchen rein hier ins Bad. Das geht doch nicht. Juri, auch wenn du ein Angestellter bist, darfst du nicht ins Frauenbad. Sind ja Teilzeitkräfte als Angestellte. Ich wollte sowieso nur nachsehen, ob du auch fleißig arbeitest. Ja, ich schufte ordentlich. Sieh nur. Oh wow, was habt ihr? Was hat das zu bedeuten? Spielst du Ankleidepuppe oder so? Nein, ich bin eine Kosmetikerin. Ich bin für die Ästhetik zuständig. Estelle, was? Estelle, die Estedings-Expertin. Soll das ein Scherz sein? Ich bin Masseurin. Ich massiere Frauen, damit sie schön aussehen und sich auch so fühlen. Das ist halt Albert, aber es macht Spaß und man kann sich dabei unterhalten. Es wird also nie langweilig. Naja, schön, dass es dir gefällt. Nur weiter so. Natürlich, und lass du die Arbeit auch nicht schleifen, Juri. Ja, ja. Ich laufe jetzt trotzdem mit durch. Bist du so dringend in das Mädchenbad? Juri, du bist. Das ist mein Job, okay. So, Rita. Wo bist du? Hier bist du. Ach, es wäre so schön, ins Wasser zu gehen und sauber machen. Macht gar keinen Spaß. Solltest du nicht arbeiten, statt zu jammern? Aber mit dem Bad im Blickfeld ist es so schwer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Dupp. Hey, Moment mal, was machst du überhaupt hier? Das ist doch das Frauenbad. Ich wollte nur sicher gehen, dass du auch arbeitest. Du bist doch nicht so wie dieser Perversling Raven. Ist dir nicht in diesen Sinn gekommen, dass ich möglicherweise nackt sein könnte? Was passiert, passiert. Pfui, manchmal bist du unausstehlich. Sollte ich dich etwa mehr als Frau betrachten und weniger als Mädchen? Was? Raus hier, sofort. Geh zurück in die Arbeit. Oh, das ist zum Fürchten. Rückschmerzen sind wohl der Preis für eine gute Oberweite. Was? Wie kommen wir denn jetzt auf einmal darauf? Na, ich habe mit jedem geredet. Und jetzt euch einen herzlichen Dank für eure Hilfe. Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte. Ist schon in Ordnung. Wird sicher das gleiche für uns getan. Und die Arbeit scheint allen sogar Spaß gemacht zu haben. Sprich bitte nur für dich, mir nicht. Das war toll und ich habe auch so vieles gelernt. Es war harte Arbeit, aber nicht schlecht. Wir könnten euch nicht genug danken. Als Zeichen unserer Anerkennung. Darauf eine Karte. Hier hast du eine Freikarte für das berüchtigte Release. Die Kleidung, die er trägt, dürft ihr auch behalten. Wow, wirklich? Danke. Also ich freue mich über den Freipass wirklich, aber ich bin so gerädert. Die Klamotten finde ich auch nicht so toll. Jetzt positiv, Raven. Du hast die Befriedigung, was geleistet zu haben. Unsere neue Kleidung. Das, was ich bekomme, war ein Handtuch. Junge, eines Tages wirst du verstehen, das gehört eben alles zum Älterwerden. Ein Handtuch rumzulaufen gehört zum Älterwerden. Mann im Unterhemd. Massagetherapeutin. Handtuchfreak. Mode-Ikone. Zauberhafte Schönheit. Bademeister. Geduldige Sanftpfote. Kurzärmeliger Prinz. Festliebhaberin in Spe. Okay. Ein bisschen zu ungezwungen. その格好です。いくらなんでもその格好でうろうろするのはどうかと思います。うん、動きやすくていいんだけど。恥ずかしくないの？なんで？意外にもこの手の羞恥心がないのね。この手の羞恥心って？ねえ、魔導少女も同じか。ん？ Juris Outfit geht doch noch. Finde ich jetzt. Ja. Okay, hier ist nichts mehr. Nein. Mit dir eigentlich noch mal. So, und hier muss man auch irgendwie was machen. Ne? Ich muss ja diese Figuren hier irgendwie sammeln, glaube ich. Ne? Statue M. Hey, cool. So hat bekommen. Liebesumhang. Noch dreimal. CS Leder. 2. Matte. Okay, so viel dazu. So, ist hier noch irgendwas? Nur mal so zum Nachgucken. Ich
glaube zwar nicht, aber ja gut, haben wir neue Kostüme, finde ich gut, dass wir jetzt so viele neue Kostüme überkriegen, ne? Ah, schön. Weißt du, wenn du das Spiel gerade in der Story gerade am Spielen bist, dann kriegst du nichts an Kostüm und dann irgendwie am Ende, wenn die ganzen, wenn du kurz vorm Endkampf bist oder so, dann kommt erst wieder, weiß ich nicht, so ein riesiger Überschuss an Kostüm. Das ist in jedem Teil aufs Spiel so. Oder eigentlich nicht in Berseria. Okay, da hat es irgendwie so andere Farbkombinationen dazu, so alternative Farben. Schon zwar nicht hier, oder? Doch. Na gut. Gut, dann sind wir hier auffällig in diesem Gebiet. Also eigentlich gar nicht mehr viel. Nur noch hier kräftige Massage. Okay, ich jetzt von jedem Charakter hier ein Skit, den Kostüm. Rita wünscht sich nur, ich wünsche, dass wäre ich, egal, massiert wird von Estelle. Ich werde ja kommen, nur überall Skits, ne? Also ja, muss ich hier die ganze Zeit einschalten lassen. Ach du, was hat? Ich habe letztens hier gedacht, ich habe ein neues Monster gesehen, aber anscheinend nicht. Gut, dann sehe ich euch, wenn ich wieder was finde. Aha, hier passiert was. Ach, weh mir. Sorgen kommen nicht als einzelne Spione, sondern als ganze Bataillon. Entschuldigung, ist was passiert? Oh, nun, ihr. Hey, warum schaust du uns an? Lernen gefälligst ein paar Manieren. Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich gehöre zur Bretterwelt. Was? Der Gilde der Schauspieler. Wir haben dich nicht gefragt, wer du bist. Seit dieser komische Monster am Himmel auftauchte, kamen meine Kollegen nicht mehr zu den Aufführungen. Bitte könnt ihr sie nicht auf die Bühne vertreten? Ihr habt genau die richtige Größe. Ihre Kostüme müssten auch perfekt passen. Sehr gut, noch mehr Kostüme. Hey, das klingt nach Spaß. Wenn das so weit geht, wenn das so weitergeht, verlieren wir unsere ganze Glaubwürdigkeit. Unsere Gilde ist am Ende. Bitte helft uns, ich flehe euch an. Wie könnten wir jemanden abwenden, der so offensichtlich unsere Hilfe braucht? Aber ich weiß nicht, ob wir das Zeug dazu haben. Oh, das wird schon. Wir haben 4 Rollen zu besetzen. Den jungen Mann, das hübsche Mädchen, das vorlaute Mädchen und den kleinen Jungen. Die Vorstellung beginnt in Kürze. Zieht euch um und lernt euren Text so schnell wie möglich. Männer hier lang, Frauen dort drüben. Hey, auf zu schubsen. Das sind also die Kostüme. Wow, Rita, deiner ist echt süß. Ihr geht, muss ich diese dreckigen Lumpen wirklich tragen? Nicht mit mir, das mache ich nicht mit. Nee, ich bring's nicht dazu, das zu tragen. Mann, wenn man das auch betrachtet, diese Klamotten sind scheußlich. Ist besser dran als ich. Deine Klamotten passen zumindest zu deiner Persönlichkeit. Das wird toll. Naja, nachdem ich das Vorsprechen verbockt habe, werde ich mich jetzt einen Platz im Publikum suchen. Wurf. Mal, mal sehen. Nach zahllosen Rückschlägen gelang es den Helden Estelle endlich in das Schloss der finsteren Fürsten einzudringen. Hat die Eis auch so. Finsterer Fürst Juri, ich werde dich besiegen und die Prinzessin befreien. Hui, sie sieht wohl nicht zum Spaßen aufgeregt. Oh, Helin, rette mich. Aha, was kann ein mickriges Menschlein wie du schon ausrichten? Heute wirst du vor deinen Schöpfer treten. Richte ich darauf ein, Heldin Estelle. Carol, mein treuer Lakai, schnapp sie dir. Ob schon wie du, ist es nicht wert, die Klinge des finsteren Fürsten zu beschmutzen. Hier, nimm das. Ja. Heldin, jetzt bin ich dran. Oh, die Kampfszenen sind diesmal fantastisch. Und jetzt den Todesstoß. Ziemlich schwache Spezialeffekte. Mir zeigt die Sache etwas aufzupeppen. Hä? Wow, was zum Geier ist das? Es ist
Es ist mit mir. Es ist aus mit mir. Wow, exzellente Choreografie. Salakai spielt fabelhaft. Das war nicht gespielt. Oh, Heldin. Es wirst du sterben, wenn du darauf hörst. Wie würde ich in Bescheidenheit, Menschlein? Du glaubst, dass du mich damit aufhalten kannst? Juri, lass mich dich besiegen, wie es im Textbuch steht. Nee, so ist es aufregend. Los, kämpfen wir weiter. Oh, na gut, vielleicht ist das noch besser. Hey, das ist großartig, fantastisch. Heldin, sieh dich vor. Und der finstere Fürst. Ah. Nein, die Prinzessin hat einen direkten Treffer abbekommen. Ich glaube, die beiden haben ihre Rollen irgendwie vertauscht. Das stand aber nicht im Textbuch. Die Prinzessin hat genug. Vielleicht haben wir etwas übertrieben. Warum musstest du mich auch treffen? Und so tut der Prinzin Zenrita den finsteren Fürsten selbst und stellt den Frieden auf der Welt her. Ende. Ich sehe gerade Judith ist die Erzählerin. Dann euch lief die Aufführung wie am Schnürchen. Irgendwie nicht. Wenn ihr wieder mal Lust habt, kommt doch vorbei und tretet in einen unserer Darbietungen auf. Das soll nur ein Witz sein. Komm schon, war es etwa keine nette Abwechslung? Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es gut gefallen. Ich glaube, ich habe für eine Weile genug geschauspielert. Aber bevor ich es vergesse, die bunten Kostüme könnt ihr gerne behalten, als Erinnerung an eure Zeit im Theater. Wir werden uns anstrengen, beim nächsten Mal eine noch bessere Vorstellung zu liefern. Ich werde euch nie vergessen, heldenmutige Vesperia, die Schauspielergilde par excellence. Die heldenmutige Vesperia ist keine Schauspielergilde. Da, oh, neue Waffen. Schild des Heldenmuts, Heldenschwert. Improvisator, Heldenaffel Actrice, herausragende Nebenrolle, Rampenlichtsucherin, männlicher Moschus Duft. Ich habe gerade auch irgendwie noch ein Skit gesehen, so. Das habe ich noch nicht angeklickt, ich hoffe, er ist jetzt nicht weg. Was? Weil er ist so weit nach wie vielen Parts? So. Ja, ne? Lass mich mal gucken. Ah, zwei nur noch, okay. Ist schon mal so ein. Kann ich mal hier sehen, wie viele so wir haben. Allgemein haben wir alle. Chat. Okay. Szenarien Kapitel. Auf zum letzten Kampf. Ja, okay, wir sind schon nah dran am Ende, habe ich so ein Gefühl. Upp. Nein. Wollte ich nicht. Da gibt es hier noch irgendwas. Was ist das? Ach so, ja, das müssen wir auch noch machen wahrscheinlich, ne? So, mir fehlt immer noch irgendwie ein Buch. Ein Buch fehlt mir von diesen Dingern. Ist na, weiß nicht. Die Bücher hier finden für diesen Test. Nee, keine Ahnung. Ach ja, kann ich. Was gibt's denn hier, was ich mir holen könnte? Hundeohren, mein Gott, 300.000. Gibt's hier irgendwelche Waffen oder so? Heiliger Rächer plus 1, das habe ich schon. Keine Ahnung. Ja, dann haben wir eigentlich schon alles hier, ne? Ich dachte, hier wäre noch mehr zu erledigen. Ich muss mal diese Minispiele, ja. Oder hier, diese prächtige, du weißt schon was. Ich muss doch diese Skizziale abwarten. Judith,
Sollte auch nichts Neues sein. So, hier gibt es also... Aber warte mal, ich habe doch keine... Ich wollte doch nicht meine Jetons verballern. Schön, mal das ja nochmal. Wenn wir mal sagen, wie viele Jetons ich habe. Man irgendwie auch schießen, irgendwie nicht, ne? Das ist das, was das hier ein bisschen schwieriger macht, so Gefühl. Na, das muss ich hier nur ausweichen die ganze Zeit. Na, na, sind wir ja bei Toho oder was? Oh Gott, wie bin ich denn da ausgewichen? Gott. Ja, ich bin schon weitergekommen als letztes Mal, ne? Ne, ich gehe hier lang. Gott, da kommt einer voll schnell auf mich zu. Ja, ah. Ja, was ist denn die Kollisionsabfrage in diesem Spiel? Oh Gott. Na, ouch. Da kommt irgendwas geflogen. Das sind doch diese einen Dinger, die voll viele Erfahrungspunkte immer geben. Die den Xillia und so gab, ne? Okay. Okay, dann sind wir hier auch schon fertig. Und da war gerade ein Skit. Ich habe es gesehen. Ich muss noch warten, bis hier alle abgespielt werden, wahrscheinlich, ne? Auf der Bühne. すんだれ。この可愛らしかったしね。いいものが見れたわ。あんたね。カロルのやられる演技はまさに真に迫っていたよな。まあね。僕前に演技ギルドにもいたこともあるしさ。うっかり余計な過去が掘り起こされてるよ。それ以前あれ演技じゃないでしょうが。また、みんなでやりたいですね。私は絶対嫌よ。僕も嫌だよ。板がむちゃくちゃするから。 今度は私も出てみたいわ。俺様が出るとしたら当然主役だな。どうなることかと思ったけど、結構みんな楽しんでたんだな。Ein. Muss noch die Waffen hier gucken, die ich bekommen habe. Heldendingen. Heldenschwert, ne? Kann das nur sie tragen? Ist bestimmt voll schwach, ne? Wo ist es denn? Da. Er gibt noch nicht mal irgendwas. No, 500. Schild des Heldenmuts. Okay, das ist nicht schlecht, aber das hat keine. Nur all. Okay, weiß nicht. Müssten noch eine Menge Skits kommen. Aber ich schalte euch dann ein, wenn die kommen. Und ja, dann sage ich mal, bis gleich. Also gut, ja, da gehe ich einmal ganz kurz raus zum Speichern. Und habe mich entschlossen, hier so ein bisschen Poker zu spielen oder dieses eine Minispiel hier in Highscore zu bekommen. Und ja, dann komme ich hier rein, kommt direkt Kaufmann und begrüßt mich. Alles klar, das ist schwierig. Du scheinst ständig in Schwierigkeiten zu geraten. Keine Ruhe der Ruchlosen, obwohl das trifft ja wohl nicht so ganz zu. Stimmt etwas nicht? Ich habe bei der Fest hier geholfen. Seht ihr den Kerl da drüben? Er nimmt im Casino schon seit einer ganzen Weile ziemlich jeden aus. Oh, da muss er wirklich gut sein. Entweder das oder er betrügt und das ziemlich geschickt. Wie auch immer, wenn er so weitergeht, wird er noch allen das Fest verderben. Aber in der Angelegenheit kann ich euch kaum um Hilfe bitten, oder? Anders gesagt, wir sollen dafür sorgen, dass er verschwindet. Oh, könnt ihr das tun? Ich gebe euch auch eine Belohnung, wenn ihr ihn loswerdet. Betrachtet es als Auftrag für eure Gilde. Eine Belohnung im Erfolgsfall, sagst du? Aber Judith, wärst du dazu imstande? Ich frage mich auch. Ich werde es erst wissen, wenn ich es versucht habe. Übrigens, die Klamotten von allen ein bisschen so geändert, ne?
mit alle voll stylisch aussehen. Hättest du eine Minute Zeit? Was ist, was du alle willst du von mir? Ah, die hat schon andere Klamotten. Scheint für dich gut zu laufen. Du bist Profi, stimmt's? Man bekommt hier nicht allzu oft professionelle Spieler zu sehen. Spielen ist mein Leben. Wenn ich spiele, verliere Raum und Zeit an Bedeutung. Alles, was bleibt, ist Einsatz und Sieg. Aber wirklich, rechnen dir dann diese einfachen Gegner oder suchst du vielleicht nach einer Herausforderung? Wie meinst du das? Warte, du bist doch nicht. Ha, Judy ist zielstrebig. So viel steht fest. Sie sah aus, als würde ihre Strategie aufgehen. Wann ist Judy eigentlich in diese Kleidung geschlüpft? Hey, jetzt wo du es wagst, das ist eine gute Frage. Die Kleidung ist etwas übertrieben. Was ist vielleicht schon bemerkt, aber ich bin kein Betrüger oder so. Scheint so, aber an diesem Ort hier sollen alle ihren Spaß haben. Du weißt doch wohl, was passiert, wenn ein Profi du ernst machst gegen so einen Haufen Amateure. So, ich spiele so, wie ich spiele, egal gegen wen, das ist alles. Wenn du so darauf bist, mich loszuwerden. Ich dachte mir schon, dass es so kommt. Ich nehme deine Herausforderung an. Hey, interessant. Oh, eine Wette. Gut, dass ich hier bin. Das ist eine Sache zwischen den beiden, halt dich da raus. Och. Tja, dann wette ich. Ich habe das nicht verstanden. Was haben sie gesagt? Ich habe es auch nicht gehört. Keine Ahnung, was sie gewettet haben. In Ordnung, die Wette gilt. Welches Spiel willst du? Ah ja, wie wäre es hiermit? Karten, ja, klingt gut. Hier spielt 5 Partien gegen den Geber. Wir beginnen mit 100 Jetons. Mal sehen, wie viel du am Ende hast. Und wir passen beide auf, dass keiner von uns betrügt. Hast du die Regeln kapiert? Ja. In Ordnung, dann fange ich mal an. Sieht aus, hätte ich jetzt auf 1200 Jetons gebracht. In Ordnung, du bist dran. Oh Gott, ich muss sogar spielen. Gott. 3, 4. Tauschen. Drilling. Einsatz verdoppeln, ja. Oh Gott, ich weiß das doch nicht, weil es ist Joker am höchsten nur. Gott, ich wollte das eigentlich offscreen machen, aber. Allerdings straight. Habe ich in Tales of the Abyss immer gemacht. Okay. Das war ein bisschen doof. Ja, man kann voll einfach irgendwie so verdoppeln, ne? Drilling. Wie verloren. Manchmal habe ich gewonnen, oder? Ja, ich habe verloren. Ja, weißt du was? Dieser Ort langweilt mich und das Geld brauche ich auch nicht mehr. Es ist nicht gefahren. Keine Ahnung, ich glaube, ein neues Casino hat mich gerufen und ich muss los. Du bist kein Spielverderber. Ja, ich hatte die Gelegenheit, gegen dich zu spielen. Das ist das Wichtigste. Bis zum nächsten Mal. Du hast das Spiel vielleicht verloren, aber du hast dich toll geschlagen. Danke. Was die Belohnung angeht. Oh. Ich war überrascht, wie schnell er weg war. Ich dachte, er würde mehr Kampfgeist zeigen. Sind alle Spieler so? Wer weiß, ich nicht. Er hat ehrenhaft gespielt. Es war ein schönes Duell. Hey, Joe, du hast mit ihm gewettet, oder? Ich konnte nicht hören, worum es ging. Was war dein Einsatz? Ich habe ihm gesagt, wenn er gewinnt, da braucht er hier nie wieder für Speisen oder Getränke zu zahlen. Hä? Er verdient schließlich seinen Lebensunterhalt mit Spielen. Jeder andere Einsatz wäre eine Beleidigung gewesen. Seine Lebensweise stand auf dem Spiel. Okay, legendäre Spielerin. Frau Präsidentin, ein seltsamer Mann bedient sich an den Essenständen, ohne zu bezahlen. Und er sagt immer nur, schreib's auf die Rechnung. Was sollen wir tun? Oh, oh. Ja, ich gehe einfach mal Casino-Springerin. Soll ich nicht dem
Ich glaube, da ein Unterschied mal, ob ich gewonnen oder verloren hätte. Ich nehme an, nicht, ne? くだらないこと言ってないで。さ、行きましょう。いや、龍に乗ったギャンブラーに潰されたカジノって一つや二つじゃないって話なんですけど。 Okay. Ja, ich gehe mal raus und rein, mal gucken, ob da wieder was passiert. Ich vermisse nur einige Skits. Eine Skits ist irgendwie nicht mal aufgeploppt. Bin ich ein bisschen doof. Ich hoffe, die kommt noch mal, sonst habe ich die mehr oder weniger verpasst, glaube ich. Aber die müssten eigentlich so lange auflaufen, bis ich die mal anklicke, ne? Glaube ich. Wir warten jetzt hier noch ein paar Sekunden. Müsste definitiv noch eine auftauchen, wahrscheinlich. Ja, ich schalte euch einfach ein, wenn ich die sehe. Bis gleich. Okay, haben ein bisschen Poker gespielt. Es geht. ことない文字らしきものとか建物の感じもちょっと不思議よね。バウルに乗って私もいろいろと旅したけど 似たような場所は見たことないわね。 なんかのギルドの活動なんじゃねえの。 僕こんなギルド知らないけど。 まあいいじゃないの。 不思議な街を楽しませてもらえばさ。 OK。